2023 und ich habe den Jan von Knife and Life. Ich merke es mir nie getroffen. Und wenn du ja, unser Gequackel oder Gequatsche oder wie nennt man das? Schnack. Unseren Schnack hören willst, also wir tratschen einfach ein bisschen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Hier, ich habe den Jan getroffen, freut mich sehr. Herzlich willkommen. IWA 2023. Du bist ja Messer-YouTuber, dich interessiert Messer. Das heißt, wir haben uns auch in der Halle 5, das ist die Messerhalle, getroffen. Was sind so deine Eindrücke von der IWA bis jetzt? Also, wenn ich es jetzt mit dem letzten Jahr vergleiche erstmal, dann ist natürlich dieses Jahr, merkst du schon, dass Corona keine Rolle mehr spielt. Der asiatische Markt ist vertreten, der war letztes Jahr gar nicht vertreten. Mehr Aussteller. Ja. Letztes Jahr, guck mal, überleg mal, da saßen wir in der Mitte von der Halle, da war dieser Lounge-Bereich. Das ist die Aussteller voll. Standen man gerade ringsherum. Ja. Das hast du jetzt hier gar nicht mehr. Die Mitte ist voll mit Ausstellern. Mehr Zuschauer oder mehr Besucher, nicht Zuschauer, mehr Besucher. Ja. Also von der Seite her schon mal sehr positiv. Ja. Sehr positiv, dass das wieder so möglich ist und auch alle da sind. Ja. Gab ja auch viele, die letztes Jahr nicht da waren, weil sie einfach nicht her durften. Ja, und alle. Da hat aber auch viel mitgespielt, da war auch Ukraine-Krieg gerade angefangen, genau, und so weiter. Also es war, das ist jetzt. War letztes Jahr eine schwierige Zeit. Die IWA war eine schwierige Zeit. Die haben viel mitgenommen, Corona, Ukraine-Krieg und alles. Das hast du hier gemerkt, definitiv. Und dieses Jahr ist es halt anders und das ist halt schön für die IWA, für uns und für euch, für den Content. Was ich urcool gefunden habe, ist, dass Benchmade da ist und Spyderco. Ja, ich war schon am Spyderco-Stand. Genau, Spyderco war letztes Jahr nicht da. Ja. Das war schade. Da waren nur Kataloge. Nur Kataloge. Da, ja. Das hatte ich auch schon bei uns kommuniziert. Auch dieses Jahr sind sie vertreten, groß vertreten. Ja, und haben alles mit. Das ist so, das ist für mich irgendwie so, Spyderco, du bist im Spyderco-Himmel. Ja, alle da, alles da. Alles da. Du, übrigens, ich bin ja hier in Deutschland und da gilt dir das 42er, oder? Ja. Auch hier auf der Messe? Ja, sag mal ja. Ich habe hier einen Einhandöffner. Den habe ich, glaube ich, auch. Schau her, ich habe einen Einhandöffner. Ich habe den mit einer Hand aufgemacht. Aber ist er 42A konform, wenn er das kann? Nein. Also er ist konform. Er ist konform. Weil er nicht arretiert. Das heißt, dass zum Beispiel dieses Teil hier, Spyderco in N96, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, gibt da unten den Link. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Ja. Was ich aber urarg gefunden habe, ist, du findest hier trotzdem von Spyderco alles. Ja. Einfach alles. Alles. Nämlich auch Butterfly, habe ich gesehen. Butterfly-Messer, habe ich gesehen. Ja. Was für viele total cool war, aber ja. Es sind ja in Deutschland sogar verbotene Gegenstände. Also ja, aber auf der anderen Seite, vor der IWA ist ja die Enforcer. Das ist ja so diese taktische Militär irgendwas. Ja, die werden dort auch Sachen haben, die wahrscheinlich nicht für Hinz und Kunz da sind, und da wird man ja auch nicht so, oder? Naja, aber es sind ja, da sind ja dann Sachen, die zumindest gewisse Behörden und sowas erwerben dürfen. Okay. Ja? Ja. Und nutzen dürfen. Ja. Aber Messer gibt es ja. Wenn die verboten sind, sind die verboten. Also aber auf der anderen Seite, ich komme aus Österreich und OTF und Butterfly sind bei uns überhaupt kein Problem. Und ich kann die hier bestellen und die werden mir auch nach Österreich geliefert. Und weil es eine internationale Waffenmesse ist, glaube ich auch, dass das wahrscheinlich auch... Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja, ja. Also es ist schwer, dann alles einzuschränken und sich nur nach unseren Gesetzen hier zu richten. Wenn du eine internationale Waffenausstellung machst, dann wird es schwierig. Na, du darfst ja, geht ja eh keiner raus damit. Was ich auch cool gefunden habe, bei Böker den OTF, den Kalaschnikow. Super, Öffner. Ja. Genau. Hatte ich ja von dir bekommen. Ja. Muss ich noch ein Video zu machen? Alles gut, alles gut. Schaut's beim Jan vorbei. Aber ich finde das Teil super. Ja. Absolut. Und einfach dieses Feeling. Ja. Dieses OTF-Feeling. Das ist wirklich, das ist jedes Mal, also man könnte es den ganzen Tag machen. Ja. Das ist einfach so. Ja, ja. Was ich auch gesehen habe beim Böckerstand, da könntest du auch noch hinschauen, weil du nicht schon dort warst. Mhm. Die haben als Prototyp einen Mini-OTF. Das ganz kleine. Ich weiß nicht, was ist da die... 3,9 cm. Und das ist, glaube ich, deshalb erlaubt. Ja. Und dadurch ist es erlaubt, aber es ist nicht 42A-konform, du darfst es nicht mit rausnehmen, weil es ja Einhandöffner, der arretiert. Ja, genau. Aber weil es unter 4 cm ist, darfst du es zumindest besitzen. Es ist also kein verbotener Gegenstand. Kein verbotener Gegenstand. Und, aber da fehlt irgendwie... Es ist cool, es ist wirklich cool, aber es fehlt irgendwie so dieses Utsch, das man beim Wegen OTF... Wegen der Größe wahrscheinlich. Ja, genau. Aber das wird es auch geben. Haben Sie ja hergezeigt schon, ja, ne? Ja. Bei Böker. Hast du schon in der Hand gehabt? Oder? Nee, noch gar nicht. Ja, ja, also wir hatten vorhin am Stand von Böker das Rescue, also das Kalaschnikow Rescue, das hatten wir mal gezeigt da, weil das für mich jetzt so bei Böker so das Highlight ist. Ja, ja. Aber das andere noch nicht, das hatte ich noch gar nicht in der Hand. Das werden wir, glaube ich, nochmal nachholen müssen. Ja, 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 klar. Nein, also coole Sache. Und ja...
Du bist jetzt noch, wie lange bist du noch hier? Bist du morgen auch noch da, oder? Also wir sind tatsächlich morgen nur noch da, wenn wir heute für meinen Kanal nicht genug Material zusammenkriegen sollten. Ja. Dann würden wir morgen noch mal einen Schwung hierher machen. Ansonsten denke ich, wird es bei heute bleiben. Wenn du ein Highlight hast, wenn du eine Sache hast, wo du sagst, das hat mir bis jetzt am meisten taugt bei den Messern hier auf der IWA 2023, was wäre das? Gemeine Frage. Naja, also es ist das Böker OTF ist das, was mich, also wo ich zurzeit sage, das ist so ein Highlight. Dann bin ich ja ein großer Fan von diesen Roxxon-Tools. Ich weiß nicht, ob du die bei mir mal gesehen hattest. Ja, ja, Roxxon von K&S, oder? Von KH Security, die vertreiben die. Ja. Roxxon ist ja so ein chinesischer Hersteller. Da bin ich ein großer Fan von, da waren wir auch schon, die haben auch viel Neues. Und ansonsten, ja, ich bin immer, wir waren vorhin zum Beispiel bei, warst du schon im schärfsten Museum Deutschlands bei dem Stand, Solingen. Die haben da so ganz alte Schwerter und sowas liegen, die du nur mit Handschuh anziehen darfst, mit Handschuh anfassen darfst. Das fand ich ganz interessant. Und ansonsten, ich bin immer offen für Neues, weißt du? Ich will Neues sehen, neue Sachen sehen. Und Und mein Highlight an sich, das ist immer das Treffen mit dir. Ohne das jetzt, das ist jetzt nicht, weil hier, erzähl mal ein bisschen was hier. Nein, wirklich, ich mag das, ich finde das super, also das hat sofort gepasst, finde ich. Ja? Ja. Damals das erste Mal getroffen, hier zufällig, beim Midgardsmesser am Stand. Ja, das kann sein, aber ich erinnere mich an uns. Ja. Und ich mag das einfach. Ja. Wenn wir beide kommunizieren, das ist immer so. Ja, cool. Midgardsmesser ist aber nicht da heuer, gell? Ich habe den Dirk nicht gesehen. Nee, die sind nicht da. Also zumindest im Heft standen sie auch nicht. Ja. Ich habe nichts gesehen. Aber auf der SHOT Show waren sie, ne? Genau. In Las Vegas. Genau. Da muss ich auch noch hin. Ich muss unbedingt auf die SHOT Show nach Las Vegas. Aber ja. Hatte ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, aber. Ja. Darf ich Mal sehen. Darf ich billige Eigenwerbung machen auf meinem Kanal? Natürlich. Wenn dann. Obwohl du jetzt da drauf bist, Survival Beaver. Es gibt ein erstes Review-Video, also ein erstes Gefühl, erster Eindruck vom Jan. Ja? Genau. Auf deinem Kanal gebe ich unten den Link dazu. Schaut es da mal vorbei und er kriegt auch eins und soll testen und sowas und überhaupt. Das machen wir richtig. Ganz genau. Nicht, dass der Reini uns hier mal was erzählt und am Ende. Der erzählt es uns. Nein, das wäre mal richtig. Das wäre mal richtig. Nein, aber das macht schon was her. Super, wunderbar. Super. Hat mich gefreut. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.